Alles ist wieder wie vor. Ja, wie haben Sie das bloß geschafft? Nimm das, du böser Dieb! Clive, was verschafft mir die Ehre? Ich wollte sehen, wie es euch ergangen ist, seit du hier alle wieder versöhnt hast. Seit wir alle wieder versöhnt haben. Uns geht's geradezu fantastisch. Konrad und Natalie gehen sich weiterhin nicht gegenseitig an die Gurgel und arbeiten zusammen. Unsere Speicher sind voll und die Banditen noch zu durcheinander, um uns wieder zu überfallen. Genau wie die liebe Lady Jane und Lord Underhill es wollten. Bist du ein Lord? Luba wird auch bald einer. Er soll der Lord von Dalimil werden, weil die Erwachsenen wegen ihm nicht mehr streiten. Der Dorfrat von Dalimil, mein Kind. Und die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Aber wenn die Menschen hier mich wollen, mach ich's. Dann werde ich als allererstes eine Schule eröffnen, damit kleine Plagen wie ihr lernt, dass man Erwachsene nicht unterbricht. Wo wir von Plagen sprechen, uns droht eventuell eine recht besorgniserregende. Was ist denn los? Anscheinend hat Konrad und Natalies Beispiel, ihre Differenzen beizulegen und eine geeinte Front zu bilden, die Banditen inspiriert. Denn jetzt verfolgen die eine ganz ähnliche Strategie. Sie haben inzwischen eine Art Bund der Geächteten gegründet. Und mit jedem Tag werden sie mehr und mehr. Wir verjagen sie einfach wie letztes Mal, egal wie viele es sind. Oder, Lubor? Natürlich werden wir das. Wenn wir weiter zusammenhalten, kann uns keine Herausforderung der Welt unterkriegen. Aber je länger wir uns vor dieser drücken, umso schwieriger wird sie. Und irgendwann bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen. Wir sollten diesen Versuch, sich zu organisieren, sofort im Keim ersticken. Indem wir die Banditen finden, die sich dem Bund noch nicht angeschlossen haben, und dafür sorgen, dass sie es nie tun. Vielleicht könnte ein gewisser Lord Underhill uns in dieser Sache noch einmal beistehen? Aber natürlich. Danke, Milord. Victor wird dir alles weitere erzählen. Ich habe ihn zum Wüstentor geschickt, um die Berichte meiner Späher entgegenzunehmen. So ein hilfsbereiter Mann. Erinnert mich an dich? Dann werde ich mal mit ihm reden. Was ist einem Lord anders als einem Dorfrat? Ganz. Einfach. Der eine schwingt ein Schwert, der andere... Ein Bund der Geächteten. Wir bekommen wohl Konkurrenz. Noch in Dalimil, Victor? Ah, Sid. Ich dachte, du wärst wieder in Kostnice. War ich auch, aber jetzt bin ich zurück. Irgendwie ist mir Dalimil ans Herz gewachsen. Und es wäre wirklich schade, wenn all unsere Bemühungen, die Stadt zu retten, nun doch umsonst gewesen wären. Der gute Lubor weiß meine Gefühle auch sehr wohl für sich zu nutzen. Und so helfe ich ihm wieder einmal. Da bist du nicht der Einzige. Und was will er von dir? Ich soll euch mit den Banditen helfen. Und du weißt anscheinend, wo ich sie finde. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich wollte gleich zu Konrad, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Es gibt zu viele Lager in der Gegend, um alle auf einmal anzugreifen. Aber wir müssen jetzt handeln. Das ist unsere beste Chance, sie unschädlich zu machen. Sonst wird ihre Vereinigung mit jedem Tag nur stärker werden. Dann los. Welches Lager soll ich übernehmen? Es gibt eins oben am Fluss, hinter den Dünen. Verstanden. Sollen sich diese Schufte doch zusammen... Thank you.
Das muss das Banditenlager sein. Bringen wir es hinter uns. Achtung! Der da! Der hat Lok und Setzer getötet! Zeig dir es ihm! Dann zurück zu Vector. Sid, da bist du ja. Ein Glück. Die Banditen waren also kein Problem. Ja, aber deswegen bist du nicht hier, oder? Nein, es ist etwas passiert. Komm mit zurück nach Dalimil. Was ist denn? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Angeblich ist Lubor ein Träger. Was? Einer unserer Trupps war wohl nicht sorgfältig genug. Beim Angriff auf die Lager ist ein Bandit entwischt. Auf der Flucht ist dieser dann nach Dalimil geraten. Die Kinder haben ihn entdeckt und er wollte sie schon niederstechen. Da hat Lubor ihn erledigt. Mit einem Magieblitz. Und zwar ohne Kristall. Das ist unmöglich. Außer er ist ein Träger und hat es all die Jahre verheimlicht. Und genau das glauben die Leute. Ich könnte es ihm nicht verübeln. Schließlich macht sich niemand freiwillig zum Sklaven. Aber für die Leute ist er jemand, der sein Leben lang gelogen hat. Jemand, der ihr Anführer sein wollte, obwohl er für sie nicht einmal ein Mensch ist. Ach. Was auch immer jetzt passiert, eins ist sicher. Lubor braucht jede Hilfe, die er bekommen kann. Das stimmt. Damit wäre die Katze aus dem Sack. Ich hatte mir angewöhnt, für solche Fälle einen Kristall in Griffnähe zu haben. Aber als es darauf ankam, habe ich vergessen, ihn in die Hand zu nehmen. Tja, es wäre ohnehin irgendwann rausgekommen. Tut uns leid, Lubor. Wir haben versucht, wegzurennen. Aber er hat uns eingeholt. Es ist nicht eure Schuld. Endlich konnte ich auch mal den Helden spielen. Für mich zählt nur, dass euch nichts passiert ist. Dass er es noch wagt, mit normalen Menschen zu reden. Sicher nichts als Lügen. Genau wie er uns jahrelang belogen hat. Und wie immer glauben die Leute, was sie glauben wollen. Wir müssen was tun. Und zwar schnell. Wir müssen die Leute überzeugen, dass sich nichts geändert hat. Dass sie Vorurteilen anhängen und ihr wahrer Feind außerhalb der Stadt lauert, nicht darin. Du hast recht. Lass uns mit allen reden. Einverstanden.
Ich übernehme die Leute hier. Einem Landsmann schenken sie vielleicht Gehör. Geh du zur Schenke. Konrad und Natalie dürfen nicht vergessen, was Lubor alles für uns getan hat. Sie wissen, dass Lubor und ich Freunde sind. Ich wäre wohl nicht der überzeugendste Gesprächspartner. Lord Underhill von Randellas Kaufmannszunft hingegen ist allgemein als unparteiischer Vermittler bekannt. Ich tue mein Bestes. Lubor, bleib hier bei den Kindern. Ich kann dir nichts versprechen, aber wir versuchen es. Mehr kann ich von euch auch nicht verlangen. Siehst du dir in Ruhe an? Du hast ein scharfes Auge. Eine gute Wahl. Wehr mich bald wieder. Clive, die Verhandlungen mit dem dalmekischen Heer gehen gut voran. Das ist beruhigend. Ja, unser Kamerad in Randela hat uns benachrichtigt, dass der Vertrag eigentlich nur noch unterzeichnet werden muss. Aber es wird ein wirklich unheimliches Unterfangen werden, so viele Träger unterzubringen. Könntest du mir nochmal helfen? Gibt es noch mehr wilde Bestien zu erlegen? Diesmal nicht. Du sollst nur rüber zur Karawane gehen und El fragen, wann die Träger ankommen. Ich muss wissen, wie viel Zeit ich noch habe, um alles nach Kaschlok zu bringen. Das ist alles? Gut, ich frage sie. Danke, Clive. Das hilft mir sehr. Was ist denn los? Bei der Tor. Mach dir keine Vorwürfe. Du trägst keine Schuld. Hörst du? Ich weiß, aber... Nein, ohne Wenn und Aber. Ist was passiert? Vonnie hat mir eine Nachricht von unserem Mittelsmann gebracht. Unser Handel mit den Dalmekern ist geplatzt. Sie haben sich stattdessen mit dem Silberhut-Konsortium geeinigt. Dabei hatten wir ein extra hohes Angebot für die Träger gemacht, um potenzielle Käufer abzuschrecken. Aber dann hat das Konsortium das Doppelte geboten und das Heer hat sofort angenommen. Und ihr hattet keine Gelegenheit für ein Gegenangebot? Leider nicht. Dabei hatten wir es schon fast geschafft. El, was ist passiert? Ich habe Vonnie weggehen sehen. Sie wirkte niedergeschlagen. Aus gutem Grund. Waren wir nicht die Einzigen, die mit dem Heer über die Träger verhandelt haben? Wie konnte das Konsortium davon wissen? Das Konsortium weiß alles. Sie haben ihre Ohren in der ganzen Republik. Aber es ist noch nicht vorbei. Irgendwann müssen sie die Träger weiterverkaufen. Und für den Preis, den sie bezahlt haben, werden sie kaum Käufer finden. Also habe ich ein Treffen mit ihnen vereinbart. Verstanden. Dann komme ich auch. Das würde es für mich sicherer machen. Vielen Dank. Wir treffen uns in der Nähe der Tore von Randela. Ich schicke dem Konsortium ein Stolas. Geh du nach Kaschlok, Theo, und bereite alles vor. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Selbst wenn wir diese Träger nicht retten können, gibt es noch andere. Jemand muss sich um das Dorf kümmern und wilde Tiere fernhalten. Oh, und ich habe wohl nichts zu sagen. Gut, dann führe ich wohl ihre Befehle aus, bis sie zurückkommt. Das Silberhut-Konsortium. Es hat unseren Plan einfach so zunichte gemacht. Jetzt schließt sie sich ihnen sicher nicht an. Sie hat ja selbst gesagt, dass sie Pläne für Kaschlok hat, auch wenn sie diesen Handel nicht retten kann.
Also bleibt sie bei uns. Ich gebe zu, dass mich das freut, aber ist das wirklich, was sie will? Das ist ihre Entscheidung. Ich und meine ständigen Zweifel. Du hast recht. Ich sollte ihr vertrauen. Und wenn Elle sich entschlossen hat zu kämpfen, dann muss ich das auch. Besser, ich mache mich auf den Weg. Bis später, mein Freund. Ich und meine Männer gehen nach Kaschlok. Wir sorgen dafür, dass dort alles vorbereitet. Sieh bitte zu, dass meine Schwester es sich mit dem Konsortium nicht verscherzt. Wenn sie sich nicht um ihre Zukunft schert, müssen wir es tun. Ich werde es versuchen. Also gut. Auf nach Randela. Ich sollte Eloise nicht allein lassen. Was ist? Los! Bei den Torwachen. Für eine warme Mahlzeit würde ich alles geben. Scheint mir so viel. Wann dürfen wir denn endlich durch? Ich hoffe, du wartest noch nicht lang. Was ist mit den Leuten vom Konsortium? Da kommen sie schon. Ihr wolltet mich sprechen? In der Tat. Es geht um die Träger, die ihr dem Heer vor kurzem abgekauft habt. Wir hatten schon alles Notwendige für die Übergabe arrangiert. Und dann musstet ihr alles zunichte machen. Ihr seid im Irrtum. Das Konsortium hatte von Anfang an Interesse an einem Kauf. Aus Rücksicht vor euch sahen wir zunächst davon ab. Aber euer Widerwille, euch uns anzuschließen, hat uns gezeigt, dass der Respekt einseitig war. Deshalb machten wir unseren Zug. Was ihr Widerwillen nennt, war lediglich mein Wunsch, so eine wichtige Entscheidung gründlich überdenken zu dürfen. Aber das hat sich nun erledigt. Also sagt, wie viel wollt ihr für die Träger haben? Und wieder meldet ihr euch zu spät bei uns. Ohne Aussicht auf einen Weiterverkauf hätten wir solch ungewöhnliche Ware niemals erstanden.
Ein Käufer ist natürlich längst gefunden. Und wer ist er? Ein Händler aus Übersee. Ein eher lästiger Kunde, falls euch das tröstet. Auf sein Geheiß mussten wir die Träger versorgen und sogar jedem eine Pritsche für die Überfahrt bereitstellen. Das hat man von Geschäften mit fremden Händlern. Ach ja? Oh ja, dort herrschen andere Gepflogenheiten als hier bei uns. Dort zahlt man Unsummen für Träger, die noch arbeiten können, und behandelt sie wie Könige. Aber das kann uns egal sein. Das klingt in der Tat ungewohnt. Aber gut, wenn die Träger schon auf See sind, lässt sich wohl nichts mehr machen. Mein Interesse hat sich damit erledigt. Und zwar auch mein Interesse, mich euch anzuschließen. Ich bedauere zutiefst, das zu hören. Tut mir leid, dass du sie nicht retten konntest. Ja, mir auch. Aber ich bin selbst daran schuld. Was er gesagt hat, stimmt. Das Silberhut-Konsortium wollte die Träger schon vor mir kaufen. Ihr Repräsentant hat mir davon erzählt, als er mich anwerben wollte. Also habe ich so getan, als hätte ich Interesse, mich ihnen anzuschließen, damit er mir mehr erzählt, was er dann noch tat. Und dann habe ich schnell selbst ein Gebot nach Randela geschickt. Also wolltest du gar nicht? Nein, ich hatte nie vor, mich dem Konsortium anzuschließen. Mir ging es nur um die Träger. Ich hätte wissen müssen, dass sie das durchschauen. Das sind schließlich keine Amateure. Louise. Schon gut. Ich habe es immerhin versucht. Und wenigstens werden die Träger gut behandelt, wenn das keine Lüge war. Aber sie hätten mehr verdient. Ich wollte, dass sie ihre Freiheit bekommen. Eloise! Eloise! Es geht um Kaschlok. Das Dorf wird angegriffen. Eine Horde Bestien ist aus den Bergen gekommen. Und es ist sogar ein Drache dabei. Theo und die anderen versuchen, das Dorf zu verteidigen. Aber es sieht schlecht aus. Sie brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Theo. Ich gehe vor. Danke, Clive. Ich hole Verstärkung und komme dann nach. Ich... Bitte, rette Theo. Theodor, ich komme. Wo ist Theodor? Den Fluss rauf! Er wollte den Drachen vom Dorf weglocken, aber er ist direkt in eine Ätherflut gerannt. Wir können nur beten, dass er das Heil übersteht. Ich kann mehr tun als das. Torgal, komm mit.
Fass! Jetzt, Torgal! Angriff! Sarkasisch gemacht. Die Zeit davon. Ich muss Theodor finden, bevor der Drache es tut. Anscheinend hat er mich gefunden. Er ist auch schon akasisch. Das wird kein leichter Kampf. Sie gehören dir!
dir! Theodor, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir müssen dich hier rausbringen. Dafür ist es schon ein kleines bisschen zu spät, fürchte ich. Selbst ein Träger hält so viel Äther auf Dauer nicht aus. Und der Drache wollte mich einfach nicht gehen lassen. Ich danke dir, Clive. Du hast dieses Dorf gerettet. Und damit Els Traum? Theodor! Zwing mich bitte nicht dazu. Hör auf, Theo! Hör auf! Zurück, Alois! Geäther! Du darfst hier nicht rein! Danke, Clive. Es geht schon. Theodor hat wahren Mut gezeigt. Er hat sich für das Dorf geopfert. Für ihn zählte nur, dass der Drache stirbt. Er hat immer erst an die Sicherheit anderer gedacht. Und nun ist er tot. Weil ich ihn dorthin geschickt habe. Gegen seinen Willen. Nicht gegen seinen Willen. Er wollte dir unbedingt beweisen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Damit du endlich dein eigenes Leben leben kannst. Mein eigenes Leben?
Wieso hat er meine Entscheidung nie akzeptieren können? Welche Entscheidung? Theodor war der erste Träger, den du gerettet hast, oder? Wir sind in Canva aufgewachsen. In einem der großen Handelshäuser. Mein Vater wollte, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich hatte nämlich seinen Sinn für Zahlen geerbt. Theo? Er nicht. Während ich drin Bücher über Handelsstrategien wälzte, war er draußen und spielte Soldat. Er war ein Spätzünder. In mehr als einer Hinsicht. Denn anders als bei den meisten Trägern dauerte es 15 Jahre, bis seine Kräfte erwachten. Meine Eltern konnten ihn gar nicht schnell genug loswerden und wollten die Vorsteher rufen. Aber ich war schneller. Ich nahm Theo und lief mit ihm davon. Theo hat dich bewundert. Für deine Stärke und dafür, wie unermüdlich du für die Freiheit von Trägern kämpfst. Aber er hat mir auch erzählt, dass er sich mehr für dich wünscht. Er wollte dich endlich von deinen Fesseln befreien, damit du glücklich wirst. Natürlich habe ich mich selbst manchmal gefragt, was hätte sein können. Mein Leben wäre so viel leichter gewesen, wenn sie ihn damals einfach mitgenommen hätten. Ich hätte das Geschäft geerbt, wie mein Vater es wollte. Aber ich habe meine Entscheidung niemals bereut. Meinen Bruder bei mir zu haben, bedeutete mir mehr als Tradition oder Ansehen. Ich musste ihn nur anschauen, um mich daran zu erinnern, was ihn erwartet hätte. Und zu wissen, dass ich immer wieder dieselbe Entscheidung treffen würde. Er war mir nie eine Last. Nicht einen Moment. Wenn überhaupt, war ich es, die ihn immer zurückgehalten hat. Das hast du nicht. Das hat er selbst gesagt. Er war dir immer dankbar dafür, dass du ihn gerettet hast. Und deshalb wollte er dich gehen lassen, wenn ihr beide... Ihr habt einfach nur gemeinsam uns wappelt. Das stimmt. Ich wollte, dass wir zusammen... Ich weiß, dass Theo etwas anderes für mich wollte. Aber ich bleibe hier bei der Roten Karawane und kämpfe weiter. Wir verändern hier etwas. Helfen Menschen. Retten sie. Etwas anderes will ich im Leben gar nicht tun. Also führe ich möchte auch Theo. Was ist das? Das freut mich. Ich hoffe... Danke, Klar. Kämpfen wir. Kardinaldekan? Das Dominium ist so gut wie er. Kam das Geschrei von der Garnison? Vielleicht gibt's wieder Ärger. Du willst also einfach so mitziehen? Ich trau diesem Herzog nicht über den Weg. Hoffentlich macht er Madams harte Arbeit nicht noch zunichte. Oh, wir alle haben vielleicht bald kein Zuhause mehr. Ist was passiert? Der Kardinaldekan hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, ab sofort hier in Nordstedt zu residieren. Der Kardinaldekan? Vorsitzender des Rates der Ältesten und damit Inhaber des zweitmächtigsten Amtes in der Regierung. Wenn diese noch existieren würde. Daher benutzt er jetzt seinen Adelstitel, Herzog von Oriflam. Und was will er in Nordstedt? Er will unsere Stadt in einen Militärstützpunkt umwandeln.
und so den Grundstein für ein neues Sanbrek legen. Er hat sich bereits die Unterstützung der verbliebenen Armee gesichert, welche in seinem neuen Reich dann natürlich an erster Stelle stehen soll. Bezahlt mit konfisziertem Besitz des Volkes. Er will die Bevölkerung dafür enteignen? Glaub mir, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Was ich auch sage, er will nicht auf mich hören. Was ist mit Hauptmann Philipp? Als Nordstedt angegriffen wurde, hat er die Soldaten angeführt. Könnte er nicht irgendwas tun? Wie? Er kann sich nicht gegen den mächtigsten Mann in Sanbrek auflehnen. Schließlich hat der Herzog versprochen, das Reich zu erneuern, dem die Soldaten Treue geschworen haben, und ihre Stellung darin zu verbessern. Philipp kann ihnen höchstens geregelte Mahlzeiten und gelegentliche Besuche im Schleier anbieten, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Der Herzog bietet ihnen die Aussicht auf Stärke und Sicherheit. Nein, jeder Versuch einer Revolte würde ihn die Treue seiner Männer kosten, wenn nicht sogar sein Leben. Aber angesichts der Stimmung hier ist eine Revolte vielleicht nicht mehr abwendbar. Die Menschen sind nicht bereit, noch mehr Opfer zu bringen. Vor allem, wenn diese dann nur anderen nützen würden. Verständlich. Clive, würdest du für mich mit dem Herzog sprechen? Du hast viel für Nordstedt getan. Die Soldaten respektieren dich sehr und werden dich mit Sicherheit zu ihm lassen. Und anders als Philipp, halten dich keine Eide davon ab, ihm ehrlich deine Meinung zu sagen. Und? Versuchst du es? Noch schlimmer kannst du es ohnehin nicht machen. Ich werde es versuchen. Danke, Clive. Also gut. Wo finde ich diesen Herzog? In der Garnison? Ja, er inspiziert dort die Truppen. Na dann, wünsch mir Glück. War der Herzog vielleicht bei der Feier des Bündnisses? Hoffentlich erinnert er sich nicht an uns. Und? Was denkst du? Wir haben schon eine Anführerin, und zwar Madame. Halt! Oh, entschuldige. Du gehörst zu Madame, oder? Willst du zu Hauptmann Philipp? Eigentlich zum Herzog. Ich hoffe auf ein Gespräch mit ihm. Wir dürfen keine Zivilisten zu ihm lassen. Aber in deinem Fall, seine Eminenz weiß über dich und deine Heldentaten Bescheid. Warte hier. Ich frage nach. Du hast also die Garnison so tatkräftig unterstützt. Das Reich steht in deiner Schuld. Und ich werde mich erkenntlich zeigen. Sag mir, erhoffst du dir Reichtum oder einen Gefallen? Keines von beidem. Ich wollte mich lediglich nach eurem Plan für Nordstedts Zukunft erkundigen. Oh, verstehe. Du sorgst dich, dass eine vergrößerte Garnison deine Dienste obsolet machen könnte. Sei ganz beruhigt. Ein so kampferfahrener Mann, wie du es bist, hat hier immer einen Platz. Einen Ehrenplatz sogar. Viel zu lange wurde der Beitrag des einfachen Soldaten zu wenig gewürdigt. Aber nicht mehr. Denn sie sind es, die das Reich wieder auferstehen lassen werden, und zwar gleich hier in Nordstedt. Warum gerade hier? Die Stadt ist glücklicherweise von den Vorkommnissen in letzter Zeit weitgehend verschont geblieben. Sie hat starke Mauern und eine gut ausgerüstete Garnison. Und das kann man von Oriflam und Ichasia nicht behaupten. Das Reich braucht eine Hauptstadt, und ich halte Nordstedt für die beste Option.
Mit Kaer Nouvan als Zitadelle. Sobald wir die Verteidigungsanlagen von Stadt und Burg ausgebaut haben, müssen wir nur noch eine Mauer um beide ziehen und schon haben wir eine formidable neue Hauptstadt geschaffen. Pläne für den Bau sind bereits in Auftrag gegeben. Dann werden auch diese leidigen Wesen lernen, dass sie der Macht von Sanbrec nicht gewachsen sind. Ich fürchte, ihr unterschätzt diese Kreaturen, Eure Eminenz. Kommen sie in großer Zahl, werdet ihr alle Einwohner Nordstädts zur Verteidigung brauchen. Aber werden sie euch auch helfen, wenn man sie vorher ihrer Habe beraubt hat? Die Menschen werden tun, wie von ihrem Herrscher befohlen. Um Sanbrec wieder aufzubauen, brauchen wir eine funktionierende Regierung. Und zwar mit unzweifelhafter Autorität. Und genau deshalb sind diese Abgaben unvermeidlich. So kann jeder, der in die Armee einzutreten wünscht, gut versorgt, ausgestattet und auch so bezahlt werden, wie es ein Verteidiger des Reichs verdient. Und doch gibt es Menschen, die beharrlich die bösartige Lüge verbreiten, ich wolle vom gemeinen Volk stehlen und ihm die Häuser wegnehmen. Ich denke, sie haben einfach Angst, noch mehr zu verlieren. Ganz genau. Die Menschen haben immer weniger und du willst ihnen noch das Letzte nehmen. Damit säst du die Saat deines neuen Reichs in bereits toter Erde. Sabine, darüber haben wir doch schon... Ja, und wie schon gesagt, das Reich über seine Bürger zu stellen, führt nur zu einer Revolte. Ohne ein Reich gibt es gar keine Bürger. Und in deinem wird es nur Bettler geben. Das kann Gwieger doch nicht für ihre Menschen wollen. Das ist Gotteslästerung, Sabine. Ich komme später nochmal. Eine Bürgerrevolte. Was denken die Menschen wohl wirklich über den Plan? Ich sollte sie am besten selbst fragen. Mal sehen, was man jenseits der Mauer davon hält. Ob außer ihm noch jemand überlebt hat? Wie geht's? An irgendwas interessiert? Eigentlich nur an deiner Meinung. Was hältst du vom Herzog von Oriflam? Ach, der. Nicht viel. Wie alle Händler hier. Wegen Aufschneidern wie ihm ist der Markt doch überhaupt auf dieser Seite der Mauer. Nicht, dass das Gesindel näher an ihre kostbare Hauptstadt kommt. Und jetzt will er uns ganz loswerden, indem er droht, uns alles wegzunehmen, wenn wir nicht verschwinden. Sollte Madame ihn doch bald davonjagen wollen, steht bei mir schon der Teereimer bereit. Ich höre in letzter Zeit viel über diesen Herzog. Nichts Gutes, schätze ich. Läuft hier herum, als würde ihm alles gehören. Und übergeht Madame so dreist. Das ist ihre Stadt, nicht seine. Sie sollte also hier das Sagen haben? Ach, meiner Meinung nach hat sie das sowieso. Unser lieber Herzog kann gern nach Oriflam verschwinden. Heute schon was verkauft? Die Männer der Garnison haben aus Moor gerettet, was sie konnten. Eine Frage, wenn du erlaubst. Was hältst du von diesem Herzog? Ach, hör bloß auf. Da baust du dir was auf und dann kommt auf einmal so ein dahergelaufener Adliger und will, dass du ihm einfach alles in den Rachen stopfst. Wenn er denkt, sein Name und sein Rang gäben ihm das Recht, uns die Gill aus den Taschen zu ziehen, wird er sich noch wundern. Dieser Kerl wird uns Nordstedt nicht wegnehmen. Auf keinen Fall! Die Einwohner sind sich einig. Und die Soldaten?
Kam das Geschrei von der Garnison? Du willst also einfach so mit? Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit? Ich wüsste gerne deine Meinung zum Herzog von Oriflam. Nun, viele Freunde hat er sich hier bisher nicht gemacht. Aber sieh dich doch um. Jeder weiß, dass das Reich am Boden liegt. Und wenn sich die Händler jetzt vom Herzog ausgepresst fühlen, hätten sie eben schon vorher freiwillig ein paar mehr Geld beisteuern sollen, damit es nicht so weit kommt. Der Herzog sagt, das Reich wieder aufzubauen ist der beste Weg, uns alle zu schützen. Und da hat er auch recht. Dafür müssen eben die Leute den Mund halten, die nicht mal wissen, an welchem Ende man ein Schwert anfasst. Tja, das Leben ist hart. Er will ja nicht nur die Garnison unter seine Kontrolle. Wir haben schon eine Anführerin, und zwar Madame. Immer der Reihe nach. Es gibt genug für... Du hast doch mit dem Herzog gesprochen. Im Namen der Madame, ja. Ich wollte ihn davor warnen, das Volk gegen sich aufzubringen. Aber ich war wohl wenig überzeugend. Was hältst du von der Sache? Ich bin nur ein Soldat. Er gibt mir die Befehle, nicht umgekehrt. Ich respektiere Madame wirklich sehr. Aber ich muss an meine Familie denken. Sie ist das, was für mich zählt. Nicht die Stadt oder das Reich, sondern meine Frau und Kinder. Wenn der Herzog uns genügend Männer und Ausrüstung für den Kampf gegen diese blauen Bastarde besorgen kann, ist mir egal, wie er das macht. Anscheinend will der Herzog von Oriflam diese Stadt zu einer Art Festung machen. Was hältst du denn davon? Da habe ich keine Meinung. Ich weiß nur, dass der Herzog uns Befehle gegeben hat und die sind für mich Gesetz. Klar, niemand mag diese ganzen Abgaben, aber Imperien kosten eben. Und wenn es Sanbrek erstmal wieder gut geht, haben wir alle was davon. Mal sehen, was Philipp davon hält. Dem Topf ertönte eine schreckliche Stimme. Gebt mir ein Elixier! Gebt mir ein Elixier! Und dann? Haben Sie ihm eins gegeben? Und? Was denkst du? Willkommen zurück! Philipp, hast du kurz Zeit? Für dich? Sicher. Clive, oder? Danke für neulich. Was gibt's diesmal? Ich wollte mit dir über den Herzog sprechen. Bist du mit seinem Plan einverstanden? Ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher. Als Hauptmann der kaiserlichen Armee bin ich verpflichtet, seinen Befehlen zu folgen. Aber diesmal habe ich Zweifel. Philipp, du hast doch gesagt, du bist Soldat geworden, um deine Liebsten zu schützen. Einschließlich Madame. Das stimmt, hab ich. Nun, sie hält den Plan auch nicht für richtig. Er würde Nordstedt ruinieren. Sie hat vermutlich recht. Danke, Clive. Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde die Menschen beschützen, die ich liebe. Wie, ist egal. Gut, die Pflicht ruft. Ich muss gehen. Nochmal danke.
Wenigstens scheint er das Richtige tun zu wollen. Mehr habe ich leider nicht für Isabel, aber besser als nichts. Clive, hattest du Erfolg? Konntest du mit dem Herzog sprechen? Das schon, aber... Oh. Das Schicksal von Nordstedt ist also besiegelt. Nun, zumindest werden wir diese Wesen besser abwehren können. Das ist unbestreitbar. Aber ich glaube nicht, dass es all die Menschen tröstet, die ihre Habe verlieren werden, um das alles zu bezahlen. Sie verdienen es, gehört zu werden. Sie verdienen eine Stimme im neuen Reich des Herzogs. Leider ist dem Herzog ihr Gehorsam wichtiger als ihre Meinung. Für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Ich befürchte, für ihn sind sie kaum mehr als Bauernopfer auf einem Schachbrett. Verständlicherweise möchten sie da nicht mitmachen, sondern... ihr Schicksal lieber in deine Hände legen. Die Soldaten hingegen befolgen einfach seine Befehle. Und nicht nur wegen seines Ranges, sondern wegen seiner Vision. Das dachte ich mir. Hätte ich ihm Treue geschworen, würde ich wohl auch nichts mehr wollen als die Wiedergeburt des Reichs. Danke für die Hilfe. Leider war sie umsonst. Da bin ich nicht so sicher. Warum bist du nicht in Uniform? Die habe ich nicht mehr. Ich habe den Dienst quittiert. Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht. Und ihnen gesagt, dass ich jetzt andere Pflichten habe. Warum? Weil mir jetzt klar ist, was wirklich zählt. Nicht einfach stumpf irgendwelchen Befehlen zu gehorchen, sondern zu schützen, was ich liebe. Nordstedt zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wann diese Monster zurückkommen. Aber irgendwann werden sie das sicher. Und wenn sie dann kommen, müssen wir bereit sein. Und zusammenhalten. Wir alle. Wenn ihr uns anführt, Milady, werden wir es schaffen. Diesen Entschluss verdanke ich dir, Clive. Es ist sinnlos, Befehle zu befolgen, an denen man zweifelt. Das stimmt. Zusammenhalt. Zwischen uns allen. Das war schon immer Nordstedts einzige Chance. Und noch können wir die Menschen hier einigen. Wir müssen uns nur auf den wahren Feind konzentrieren. Danke, Philipp. Jetzt sehe auch ich klarer. Zu euren Diensten, Milady. Wo wir gerade von Zusammenhalt sprechen, könnte ich vielleicht ein paar Jungs vom Schleier leihen, damit sie ein Auge auf die Stadt haben? Ich fürchte, seine Eminenz dürfte wichtigere Aufgaben für die Wache haben. Aber gern. Jederzeit. Darauf komme ich zurück. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns. Solange wir Leute wie dich und Philipp auf unserer Seite haben. Ich werde weiterhin mein Glück beim Herzog versuchen. Vielleicht kann ich ihn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch überzeugen. Aber ich vermute, ich werde dich schon bald wieder brauchen. Bis dahin, Clive. Bis dann.